Video wollen wir uns mit einem weiteren parametrischen Verfahren beschäftigen, mit der ANOVA oder auch Varianzanalyse genannt, bei der der Einfluss von verschiedenen einer oder mehrerer Einflussvariablen als Kategorievariable getestet wird auf ein oder mehrere Zielvariablen, die metrisch skaliert sein sollen. Wir haben also den ähnlichen Fall wie beim letzten Video vorliegen, dass wir den Einfluss einer Gruppierungsvariable testen wollen auf eine metrische Variable. Und wie wir im letzten Video gesehen haben, ist das mit dem T-Test nur über Umwege möglich, wenn diese Gruppierungsvariable mehr als zwei Ausprägungen hat, wenn wir also mehr als zwei Datensätze oder Samples sozusagen vorliegen haben. Das geht nur mit der ANOVA direkt und deutlich einfacher. Ich habe mal wieder hier meinen simulierten Datensatz schon mal vorbereitet, der ein bisschen anders aussieht dieses Mal. Ich habe ein paar mehr Fälle mit n gleich 400. 400 Siedlungen simuliere ich also. Ich habe drei bodenfeuchte Kategorien und ich habe mich auf drei Regionen beschränkt, damit das Ganze etwas deutlicher wird und etwas besser zu sehen ist. Ich produziere wieder eine normal verteilte Anzahl von Siedlungsgrößen, 200 simulierte Siedlungsgrößen, die normal verteilt sind, und 200 simulierte Flintkernanzahlen, die auch normal verteilt sein sollen. Und dann packe ich diesen Datensatz wieder zusammen auf mit der Variablen Feuchtigkeit, Region, Größe und Flintkerne. Und damit, es ist ja von Haus aus normal verteilt und zufällig, und damit wir ein bisschen Struktur hineinbekommen, vergrößere ich die Größen der Siedlungen, bei denen die Feuchtigkeit als humid gekennzeichnet ist, um 40. Und zusätzlich noch bei den Siedlungen, die in der Region Dithmarschen liegen, ebenfalls nochmal um 40 die Größen erhöht, damit wir auch tatsächlich Unterschiede beobachten können. Gut, das Ganze durchlaufen lassen und hier bekommen wir das Ergebnis raus. Wobei ich gerade sehe, dass ich hier auch Bruchzahlen bei den Flintkernen habe, das wollen wir natürlich nicht. Also runde ich das nochmal, um auch ganze Flintkerne bei raus zu bekommen. Wunderbar. Damit haben wir unsere Testvariable angelegt und können jetzt hier unsere ANOVA darauf anwenden. Zuerst einmal schauen wir uns mal an, wie eigentlich sich unsere Daten verteilen, die wir so ein bisschen geschönt und verändert haben. Mit einem Boxplot geht das ganz gut. Größe in Abhängigkeit von Feuchtigkeit zum Beispiel. Die Daten sollen die Siedlungsdaten sein. Und wir können hier sehen, dass hier eben die ariden, die humiden und die mittleren Feuchten haben. Und die entsprechenden Siedlungsgrößen verteilen sich hier. Und wir sehen im Boxplot schon, dass sich unser Verändern um 40 hier ein bisschen ausgewirkt hat und diese Box hier etwas höher sitzt als die anderen. Okay, das Gleiche können wir natürlich auch auf die Regionen ausführen. Und Dithmarschen ist ebenfalls hier etwas erhöht gekennzeichnet, so wie wir unseren Datensatz präpariert haben. Aber es soll ja eigentlich um die ANOVA gehen. Und um die durchzuführen, brauchen wir in R den Befehl AOV, Analysis of Variances. Das schieben wir gleich mal in eine Variable hinein. Und als Eingabe geben wir in Formelschreibweise an, welches unser zu beeinflussender Faktor ist, in diesem Fall die Siedlungsgröße, die in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte betrachtet werden soll. Unser Datensatz sind die Siedlungen. Wenn ich das ausführe, wird das Ergebnis natürlich direkt in die Variable übertragen. Wir bekommen keine Ausgabe. Wenn ich mir die Variable so anschaue, bekomme ich ein paar informative Dinge zurückgegeben,
die zum Beispiel die Freiheitsgrade von Feuchtigkeit 2, weil wir drei Feuchtigkeitswerte haben. Aber die wirklich interessanten Informationen erhalten wir erst, wenn wir uns den Summary für unsere Analyse ausgeben lassen. Und hier sehen wir jetzt wiederum Freiheitsgrade von Feuchtigkeit, die Quadratsummen, den Quadratmittelwert, ein F-Testwert. F-Test hatten wir auch schon behandelt. Und hier hinten eine Signifikanz. Und nochmal das Ganze etwas grafisch dargestellt mit drei Sternchen. Hochsignifikant. Wir sehen also, Feuchtigkeit hat einen hochsignifikanten Einfluss auf die Veränderung der Siedlungsgröße. Wir wissen aber noch nicht genau, welcher Feuchtigkeitswert sich jetzt hier tatsächlich niedergeschlagen hat. Um das zu sehen, benutzen wir den Befehl SummaryLM, der uns noch detailliertere Ausgaben gibt. Und dieses angeschaut, sehen wir, dass Humid einen signifikanten Einfluss hat. Medium, dort können wir auch noch durchaus einen Einfluss beobachten, der natürlich bei Zufallsvariablen auch immer mal entstehen kann, aber er ist nicht signifikant, sondern nur bei 0,1 im Niveau. Also um genau zu sein, 0,05. Das kann man nicht als signifikant ansehen, und wenn ich das Erstellen des Datensatzes nochmal durchführe bis zu diesem Punkt, haben wir natürlich unsere Plots noch dabei. Und beim nächsten Durchführen haben wir immer noch hier bei Humid ein hochsignifikantes Ergebnis, Medium nicht. Arid taucht hier nicht auf, weil in der ANOVA immer eine der Gruppen als Referenzgruppe sozusagen betrachtet wird und die Unterschiede dieser anderen Gruppen dagegen angezeigt werden. Also Humid und Medium. Wenn wir das ändern wollen, uns eine andere Referenzgruppe aussuchen, zum Beispiel Mittel. Wir wollen ja einfach dann sehen, Mittel betrachten wir als Normalfall, ob mehr humide oder mehr aride Verhältnisse einen Einfluss auf die Siedlungsgröße haben, müssen wir unsere Referenzgruppe umstellen. Das tun wir, indem wir unseren Faktor releveln, unsere Faktorvariable Wetness, Siedlungen Wetness. Der Befehl eben relevel. Hinein tun wir wiederum unsere Ausgangsvariable mit der einzigen Änderung, dass die Referenzgruppe jetzt Medium sein soll. Das ausgeführt und diesen ganzen Block kopiert, hier drunter gesetzt und nochmal ausgeführt, erhalten wir jetzt hier ein Ergebnis für SummaryLM, wo Arid und Humid aufgeführt werden und Medium ist jetzt als Referenzgruppe gekennzeichnet. Wir sehen hier wiederum, Arid hat keinen signifikanten Einfluss auf den Unterschied zur Medium-Gruppe, wohingegen Humid nach wie vor einen signifikanten Einfluss aufzeigt. Gut, hiermit können wir also sozusagen das multiple Testproblem gleich erledigen, das wir vorher mit dem T-Test hatten, und können in einem Test diese drei Ausführungen, diese drei Gruppen gegeneinander abprüfen, ob wir signifikante Unterschiede feststellen können. Aber das ist noch nicht alles. Die ANOVA kann noch mehr. Ich nehme diesen Block hier und uns interessiert vielleicht auch nicht nur die Größe in der Abhängigkeit von Feuchtigkeit, sondern auch die Größe in der Abhängigkeit von der Region. Denn auch da kann es entsprechende Unterschiede geben. Gegebenenfalls haben wir eben mehrere Klassifikationsvariablen. Wir wollen auch dort sehen, welche von diesen hat jetzt tatsächlich Einfluss auf unsere Ausgabevariable, auf unsere metrische Variable, die wir hier als Reaktionsvariable eingeben. Also, das entsprechend auch wieder ausgeführt. Ich verbinde Feuchtigkeit und Region durch ein Pluszeichen auf dieser Seite der Formel und sage, analysiere mir bitte den Einfluss von
Feuchtigkeit und Region auf meine Siedlungsgrößen. Und im Ergebnis bekommen wir hier bei der normalen Summary bereits angezeigt, dass Feuchtigkeit einen signifikanten Einfluss hat, wohingegen Region hat auch einen signifikanten Einfluss, der ist hier bei unserem Zufallsexperiment allerdings schwächer. Und wenn ich die detaillierte Zusammenfassung aufrufe, dann sehen wir, dass Humid wiederum einen signifikanten Einfluss hat und die Gruppe Dithmarschen weicht eben auch signifikant ab von den anderen Gruppen, also von Angeln und Dänischer Wult, so wie wir es hier oben uns hingebogen haben, indem wir diese 40 auf die Siedlungen aufaddiert haben, die in Dithmarschen vorhanden waren. Wunderbar. Also mit der ANOVA kann man eben nicht nur eine Klassifikationsvariable abgleichen, die mehrere Ausprägungen hat, sondern auch gleich zwei oder mehrere Klassifikationsvariablen in einem Zug vergleichen. Jetzt könnte allerdings natürlich der Fall entstehen, vielleicht ist Dithmarschen sowieso von Haus aus feuchter als alle anderen Regionen. Es könnte uns also auch interessieren, ob diese beiden Variablen im Zusammenspiel noch andere Prozesse verursachen. Wenn uns also dieses Zusammenspiel der Variablen ebenfalls noch interessiert, dann verbinden wir die beiden Variablen nicht durch ein Plus, sondern durch ein Malzeichen und dann wird auch das Zusammenwirken dieser Variablen entsprechend mit berechnet und dargestellt, wiederum ausgeführt. In dem Ergebnis sehen wir wiederum Feuchtigkeit, signifikanter Einfluss, Region auch signifikanter Einfluss, etwas schwächer, wohingegen das Zusammenspiel von Region und Feuchtigkeit, wir haben dort keinen signifikanten Einfluss, also Feuchtigkeit und hat keine Wirkung auf die Region und umgekehrt, sodass daraus unterschiedliche Siedlungsgrößen resultieren würden. Auch das können wir uns nochmal detaillierter anschauen. Und wir sehen hier, dass die Feuchtigkeit selbst einen signifikanten Einfluss hat. Region Dänischer Wult wird hier auch mit einem Punkt gekennzeichnet. Also wir sind nicht bei 0,05, aber zumindest eine gewisse Region, einen gewissen Trend lässt sich hier ablesen. Wie gesagt, wir arbeiten mit Zufallsdaten. Detailliert könnte man sehen, dass Region Dithmarschen auch einen Einfluss hat, so wie wir es eingestellt haben. Und lustigerweise kommt hier auch ein signifikanter Einfluss heraus, wenn man Feuchtigkeit Arid und Region Dänischer Wult sich anschaut. Um nochmal zu betrachten, wie jetzt die Variablen miteinander interagieren, kann man den Interaction Plot in R nutzen, bei dem wir die Feuchtigkeit betrachten und als interagierende Variablen die Siedlungsregion und die Siedlungsgröße letztendlich, die wir als resultierende Variable haben wollen. Wiederum könnten wir schon Plot in unsere Hilfe gehen. So. Und nachschauen, welche Eintragungen wir vornehmen sollen. Wir brauchen eine Faktorvariable als erste Variable, eine zweite Faktorvariable als zweite Variable und dann unsere Response-Variable, also unsere metrisch skalierte Variable, als dritte Variable. Und dann gibt es noch diverse andere Einstellungsmöglichkeiten, auf die wir nicht weiter eingehen in diesem Zusammenhang. Ausgeführt ergibt sich dieses. Wir sehen, für die einzelnen Regionen aufgeführt, mit jeweils separaten Linien, wie die Siedlungsgrößen differieren in Bezug auf die Feuchtigkeit. Also hier die Kurve in Dithmarschen, der Mittelwert hier beim Medium liegt etwa hier, eben bei ariden Regionen in Dithmarschen hier und bei
feuchten Siedlungen in Dithmarschen hier. Und so können wir vergleichen, wie die einzelnen Variablen miteinander in Beziehung stehen und wie sie miteinander interagieren. Und ja, wir hatten hier ja diese Situation gesehen, dass Arid und dänischer Wohlt auch eine gewisse Beziehung miteinander haben. Dänischer Wohlt und Arid, das weicht hier zufällig sehr stark nach unten ab. Deswegen wird hier auch eine entsprechende Signifikanz aufgezeigt. Das müsste man dann gegebenenfalls noch mit anderen Tests validieren. Janova ist ein Schrotschussverfahren, bei dem man eben auch in breiter Front versucht, Unterschiede in den Daten festzustellen, indem man eben alles gegebenenfalls reinsteckt. Aber um das im Einzelnen nachzuweisen, sollte man dann nochmal in detaillierte Tests hineingehen. Okay, wir haben jetzt gesehen, dass wir eine Response-Variable mit zwei oder mehreren erklärenden Variablen in Beziehung bringen können und uns anschauen können, ob wir hier signifikante Beziehungen feststellen können zwischen den Gruppierungsvariablen und der Messvariable. Wir können aber auch noch weiterhin, ANOVA kann eben noch mehr, eine M-ANOVA oder multiple ANOVA durchführen. Der Befehl dafür ist ma-no-va und die dient dazu zu betrachten, nicht nur, dass wir hier mehrere Gruppierungsvariablen haben, sondern auch für den Fall, dass wir mehrere Response-Variablen haben, also zum Beispiel unsere Siedlungsgröße und die Flint-Kernanzahl. Inwieweit die jetzt abhängen, sagen wir erstmal von Region und Bodenfeuchte und wiederum Betrachten der Zusammenfassungen. Und beides fängt hier mit M an, weil ich die Variable entsprechend umbenannt habe. In der Zusammenfassung hier der M-ANOVA sehen wir erst einmal allgemein, dass wiederum Feuchte und Region einen statistisch signifikanten Einfluss haben. Und wenn wir es detailliert betrachten, dann sondern Summary AOW als für die Ausgabe einer detaillierten Anzeige. Und hier sehen wir, dass wir die Response-Variablen aufgeführt haben auf Siedlungsgröße, Response-Size. Sehen wir unseren signifikanten Einfluss von Feuchtigkeit und Region. Und für die Response Flintcore sehen wir keinen signifikanten Einfluss von beiden Werten. Die hatten wir nicht verändert. Die sind standardmäßig aus der Normalverteilung entstanden. Da haben wir keine 40 drauf addiert. Demzufolge ist das zu erwartende Ergebnis. Also hier gibt es keinen signifikanten Einfluss auf die Werte. Aber auf diese Art und Weise kann man eben mehrere Einflussvariablen in Beziehung setzen mit mehreren Response-Variablen, um zu schauen, wo dort die statistischen signifikanten Zusammenhänge sind, und kann dann, wenn man einen solchen gefunden hat, nochmal im Einzelfall genauer nachschauen, worin dieser Zusammenhang jetzt besteht. Das soll es mit den parametrischen Tests gewesen sein. Wir werden im nächsten Video uns mit anderen Dingen, mit nicht Testverfahren beschäftigen, sondern mit multivariaten Verfahren. Da haben wir jetzt mit der ManOVA ja bereits einen kleinen Blick reingeworfen auf multivariate Verfahren. Im nächsten Video soll es um multivariate Verfahren zur Klassifikation und Gruppierung gehen, also um Clusteranalyse.